Willkommen zu meiner Leseliste für den Monat Januar 2020. Die erste Leseliste des Jahres, ja, hat es auch schon in sich. Einige Bücher dürften euch schon bekannt vorkommen, wenn ihr meine Sub-Challenge-Videos guckt. Ansonsten vielleicht auch nicht. Deswegen werde ich das Video jetzt auch relativ kurz halten. Zumal ich bei den meisten Büchern eh nicht so genau weiß, worum es geht. Weil ich habe tatsächlich fünf Bücher halt schon auf der Leseliste aus diesem Sub-Challenge-Video. Und dann habe ich da jetzt nicht mehr so viel dazu gepackt. Also ein Buch ist unter anderem Dustlands, die Entführung von Mo Yang. Das habe ich auch schon ewig auf meinen Sub und dann, als ich das, also ich habe es schon angefangen zu lesen jetzt, ist mir auch aufgefallen, dass das auch ein Leseexemplar ist. Egal, ich weiß auch nicht mehr, für wie viel ich das dann gekauft habe. Aber das ist halt eine Dystopie, wo es halt so ein bisschen um Wüstenlandschaft und solche Sachen geht. Und das hat mir ja auch schon in Not the Drop to Drink vom Thema sehr gut gefallen und deswegen hatte ich Lust, sowas zu lesen und habe damit auch gestartet. Genau, und das ist auf meiner Leseliste. Dann habe ich mal einen zweiten Teil einer Reihe, die ich vor Ewigkeiten jetzt angefangen habe. Und zwar von Thomas Thiemaier, das verbotene Eden, Logan und Gwen, das ist der zweite Teil. Ich habe mir allerdings halt sagen lassen, dass es tatsächlich um andere Charaktere gehen soll als im ersten Teil. Also hoffe ich, dass ich das lesen kann, auch wenn ich aus dem ersten Teil nichts mehr weiß. An sich ist die Welt ja sehr spannend. Also es ist eigentlich so eine Welt, ja, in dem die Männer und die Frauen verfeindet sind und in ihren eigenen Gemeinschaften leben, getrennt voneinander. Ja, aber zu Fortpflanzungszwecken gibt es natürlich bestimmte Regelungen, weil sonst hätte sich die Menschheit schon ausgerottet. Ja, also an sich ein sehr spannendes Thema. Und ebenfalls dazu gehört auch noch Touch, der Preis der Unsterblichkeit von Corinne Jackson. Das ist auch der Auftakt einer Trilogie. Ja, da geht es um ein Mädchen, das ist mir so Fantasy, das spielt in unserer Welt. Das Mädchen, die hier die Hauptrolle spielt, hat die Fähigkeit, durch Berührung zu heilen. Wie das Ganze jetzt so in die Geschichte einfließt, weiß ich nicht. Mal schauen. Das ist übrigens sehr lustig verziert hier. Ja, die Bücher an sich sind sehr, sehr schön und ich hoffe, mir gefällt die Reihe. Und dann habe ich noch eine Fortsetzung hier. Und zwar Split Second von Casey West. Da habe ich den ersten Teil ja auch letztes Jahr im November gelesen. Auch das ist mehr so Urban Fantasy, es geht eigentlich mehr so in die Contemporary-Richtung und Fantasy ist hier nur so am Rande eigentlich. Ja, wird das nur dazu benutzt, um halt diesen Plot-Twist voranzubringen. Und zwar hat nämlich die Hauptperson die Fähigkeit, also wenn bestimmte Entscheidungen anstehen, die ihr Leben verändern werden, sich die Auswirkungen in der Zukunft von diesen Entscheidungen schon vorab anzusehen. Also sie kann ein bisschen in die Zukunft schauen und dann entscheiden, wie sie sich jetzt in dieser Situation entscheidet im Endeffekt. Das war im ersten Band sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, was jetzt im zweiten Band hier weitergeht, aber ich mag Casey West sehr gern und den Schreibstil von ihr mag ich auch sehr gern, kann ich also tatsächlich weiterempfehlen. Die Reihe gibt es auch auf Deutsch, das heißt Vergissmeinnicht und weiß ich auch nicht mehr, wie das andere hieß. Da sind so blauen Blümchen und so lila Blümchen drauf. So. Und das letzte von den fünf Büchern ist dann noch Cruel Beauty von Rosamund Hodge. Das ist eine Beauty and the Beast Nacherzählung, beziehungsweise Neuerzählung. Interpretation, ich weiß es nicht. Habe ich jetzt auch schon echt lange. Ist ein Einzelband und ich muss den jetzt endlich mal lesen. Ja. So, und dann habe ich noch auf meiner Leseliste als Hörbuch auch tatsächlich nur dieses eine, weil der dritte Teil der Rabenschattenreihe, ja, den werde ich jetzt im Januar anfangen als Hörbuch. Ich denke, ich werde ihn nicht schaffen zu beenden, weil ich werde wahrscheinlich mehr als 3 Wochen daran hören und der Januar hat halt nur 3 Wochen, also 3 Arbeitswochen für mich. Deswegen denke ich, werde da wahrscheinlich nicht mit durchkommen, weil das Buch ist halt richtig, richtig fett.
Vor allem erstmal irgendwelche Postkarten entgegen, die drin waren. Die Bücher sind gebraucht gewesen. So, was haben wir denn hier? Anhang. Also ohne Anhang 874 Seiten. Ich glaube, so ungefähr war der zweite Band auch und der hat auch über 30 Stunden Hörbuch. Ich schätze mal, es wird hier auch der Fall sein. Ja, ich freue mich schon drauf und ich hoffe, es wird richtig gut und ich denke, ich werde den ganzen Januar damit beschäftigt sein. Und ja, dann habe ich mir noch einen Klopper rausgesucht. Strategisch eher unklug, muss ich sagen, aber ich habe da jetzt voll Lust drauf. Und zwar ist das Wonderstruck von Brian Selznick. Von den Autoren habe ich ja schon Hugo Capri und die Marvels gelesen. Und der hat halt diese wunderschöne Erzählweise mit diesen Schwarz-Weiß-Zeichnungen und dann Text und dann wieder Schwarz-Weiß-Zeichnungen und so weiter. Fand ich bei den anderen beiden Büchern großartig. Und ja, das ist das dritte Buch, was ich noch von ihm habe auf meinem Sub. Ich bin mir nicht sicher, ob der in Deutschland überhaupt erschienen ist. Aber ich glaube ja. Also ihr könnt mal gucken. Sind halt auch schon ein bisschen ältere Bücher. Ja, auf jeden Fall. Freue ich mich da schon drauf und möchte das unbedingt lesen, auch wenn es so mega fett ist. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja dann sehr viele Bilder. Also gibt es von der Dicke eigentlich schon wieder. Genau, das ist auch übrigens eins von meinen 20 für 2020 Büchern. Zusammen mit Cruel Beauty. Die stehen beide auf der Liste. Ich werde jetzt versuchen, in den Leselisten so zu halten, dass ich mir immer mindestens zwei Bücher von den 20 für 2020 Büchern auf die Leseliste packe. Zusätzlich zu den Challenge-Büchern. ja, ich hoffe, die Leselisten werden nicht zu eintönig. Aber das habe ich letztes Jahr auch versucht und das hat am Anfang des Jahres auch sehr gut geklappt. Und damit verhindere ich sozusagen, dass ich am Ende des Jahres stehe und pro Monat 6 Bücher von dieser Liste lesen müsste, um dann noch irgendwie aufzuholen. Und damit die 20 für 2020 Challenge sehr am Herzen liegt, mache ich das jetzt schon mal so. Und dann werde ich mal sehen, wie das so klappt. Und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr auch wieder schaffen werde. Also ich habe es 2019 geschafft, ich habe es 2018 geschafft. Und 2020 soll das auch so sein. Genau. Ja, das war meine gar nicht mal so kleine Leseliste. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher jetzt auf der Liste. Das reicht auch. Also ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Freiheit, bis ich wieder arbeiten muss. Und werde da versuchen, das eine oder andere Buch nochmal auszulesen. Und dann muss ich halt schauen, wie gut ich dann so vorankomme. Aber sind halt viele Jugendbücher dabei, die lassen sich auch relativ schnell lesen. Ja. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr welche von den Büchern schon gelesen habt und wie ihr die fandet. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, auch gerade bei diesen alteren Reihen. Die erwähnt halt sonst nie mehr jemand, ich weiß auch nicht. Und ja, und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.